Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Pokémon Legenden Arceus. Uns fehlen nur noch 4 Pokémon, dann haben wir alle Pokémon, die es hier gibt, zumindest schon mal gesehen. Und in dieser Folge geht es weiter. Wir gehen ins Rote Sumpfland. Multiple Aufläufe von Pokémon. Okay, wir gehen nicht ins Rote Sumpfland, weil ich nicht weiß, ob das vielleicht die Raumzeitrisse beeinflusst, dass hier multiple Aufläufe sind. Dann gehen wir doch zuerst zum Kraterberg-Hochland und schauen mal da zu einem Raumzeitriss. Und vielleicht haben wir hier Glück und finden noch das ein oder andere Pokémon, was wir auch noch nicht haben. So, wir begeben uns, ich würde sagen, ach, hier können wir direkt noch eine Tasche aufsammeln. Vielleicht sammle ich die gerade noch mit auf. Aber ich gehe normalerweise, würde ich sagen, irgendwo hier hoch. Wo man auf jeden Fall das ganze Gebiet gut im Auge halten kann. Damit man auf jeden Fall sieht, sobald ein Raumzeitriss entsteht. So, vorzugsweise irgendwo hier oben. Hier kann man das relativ überschauen. Und da muss man auch nicht die ganze Zeit rumlaufen und Sachen sammeln. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich suche mir meistens ein nettes Fleckchen, wo ich die ganze Karte sehe. Und gucke dann auch ab und an mal zu den Minutengrenzen, ob was da ist. Aber manchmal sieht man es dann auch schon nebenbei. Ich werde jetzt hier einfach eine Runde warten. Und wenn der Riss entsteht, dann sehen wir uns gleich wieder. Also macht's gut, Leute. Und bis gleich. So, da sind wir schon wieder. Und da vorne bahnt sich gerade ein Riss an. Viertelstunde hat es jetzt gedauert. Also auch wieder relativ viel Glück gehabt. So, wie lange? Okay, es ist gleich soweit. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so finden. Und ob es hier vielleicht das ein oder andere Pokémon noch gibt, was wir suchen. Okay, das entwickelte Magma haben wir schon. Das haben wir auch schon. Was ist hier oben gespawnt? Okay, die sind auch nicht neu. Was ist das hier? Diese Platten in... Ah, okay. Na toll. Es steht einfach auf der... Dankeschön, bis runtergehen. Autsch. Autsch. Oh, wir sind vergiftet. Magma. Ist jetzt noch nichts Neues, aber das Magnetillo kam ja auch erst relativ gegen Ende sogar. Also wir laufen hier einfach weiter rum. Lauf, 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 lauf. Sternstaub. Oh, und da liegt was am Hang. Dann habe ich hier hinten auch noch irgendwas gesehen.
Ja, ganz am Rand. Ein Indigo-Stück. Und hier am Hang ein zweites Indigo-Stück. Ich bleibe erstmal in der Luft kurz. Wobei, können wir hier auch nach oben. Oh nein. Da haben auch schon Pokémon auf uns gewartet. Hier oben liegt aber kein Item mehr. So, aber hier nebenan noch eins. Haben wir auch schon. Und die Verzerrung ist verschwunden. Also hier haben wir kein neues Pokémon bekommen. Autsch. Das ist ärgerlich. Macht nichts, wir haben ja auch noch ein Land frei. Wir waren ja auch noch nicht im Sumpfland. Ich würde sagen, wir haben nichts zu berichten, wir haben auch nichts gefangen. Ins Dorf zurückkehren. Und ich werde jetzt auch gleich nochmal ins Sumpfland gehen. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass die Chance nicht so hoch ist, dass immer alle Pokémon in diesen Rissen kommen, aber ich probiere es jetzt erstmal auf gut Glück im Sumpfland. Das heißt, wir reisen hierher und dann suchen wir uns ein nettes Örtchen, wo wir warten können. Vielleicht auch erstmal wieder bis mittags ausruhen. So. Ich denke mal weiter hier hoch. Hier sollten wir einen relativ guten Überblick haben. Was haben wir da noch markiert? Nichts. Okay, ich würde sagen, ich warte hier kurz und wenn der nächste Riss kommt, dann sind wir gleich wieder da, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und dort hinten bahnt sich ein neuer Riss an. Und ich bin schon super gespannt, ob wir hier noch eines der letzten Pokémon, die uns fehlen, finden. Es sind ja wirklich nur noch 4 Stück. Und laut Pokédex haben wir in den einzelnen Regionen zumindest da alle Pokémon schon gefunden. Das heißt, es kann eigentlich nur sein, dass sie sich noch irgendwo in den Rissen verstecken. So, hier sind wir. Wie lange braucht der Riss noch? Okay, bisschen mehr als 3/4 voll. Dann laufen wir gerade ein bisschen rum und farmen noch ein paar Sachen. Können wir noch ein paar Tangelas fangen.
Oh. Das eine ist entwischt. Was? Das greift mich an. Nein, das wollen wir nicht. Okay, mit dem will ich mich jetzt eigentlich auch nicht anlegen. Ich würde gern, dass der Riss jetzt erscheint. Da ist wieder der Donner. Und damit ist der Riss da. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder sammeln und hoffen mal, dass hier ein Pokémon erscheint, was wir noch nicht haben. Hier schon mal nicht. Oh, vielleicht gibt es hier oben noch Sachen. Sehr gut, jetzt kommen wir hier auch ran. Ein Porygon! Ein Porygon! Wir haben noch kein Porygon. Oh, Moment, ich sehe gerade, wir haben noch andere Pokémon drin, um die wir uns zuerst kümmern müssen. Oh, wir haben Giratina gerade ausgewählt. Sehr gut, mit der Rauchwolke. Oh nein, bitte nicht. Nicht paralysiert, sehr gut. Drachenpuls auf Evoli. Oh, es hat's ganz knapp überlebt. Ich glaube, Porygon hat sogar auch eine Weiterentwicklung. Porygon 2, glaube ich. So. Das sieht schon witzig aus. Okay, Hyperball. Ich weiß nicht, ob mittlerweile Porygon vielleicht sogar noch eine dritte Stufe hat. Hier haben wir wieder ein Evoli. Also, ich würde ja auch nicht Nein sagen zu noch einem Porygon. Aber ich bin auch schon zufrieden, dass wir eins gefunden haben. Und wir haben, glaube ich, sogar ein Upgrade. Ich glaube, mit dem Upgrade können wir das entwickeln. Okay, die haben wir alle schon. Gibt's wieder echt viele Sachen. Relaxos. Und was kam mit dem Relaxo noch? Ah, okay. Haben wir schon. Ein Indigo-Stück. So.
So, haben wir noch was vergessen? Also ich glaube, aufgesammelt haben wir alles. Und wir haben Porygon gefangen. Ja, es ist möglich, dass wir halt am Kraterberg-Hochland vielleicht auch noch ein Pokémon finden und das dann nicht in der Raumzeitverzerrung mit zu fangen war. Vielleicht müssen wir alles nochmal machen, in der Hoffnung, dass dann irgendwo noch ein letztes oder vorletztes Pokémon spawnt. Oh, hier habe ich noch was übersehen. Ein Feueriegel. Ich weiß es gar nicht. Okay, wir kümmern uns erstmal um den Flamama. Also gesehen haben wir es auf jeden Fall schon. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir es gefangen haben. Ich hoffe mal, Giratina ist hier stark genug für die drei. Mimikry. Aber es zieht uns schon ein bisschen was auf. Okay, wir sind wieder dran. Dann nochmal Erdkräfte auf Lamara. So, Lamara besiegt. Oh, ein EP-Bonbon. Sehr schön. Wird uns wohl das Leben kosten hier. Nein, ich hab's falsch angegriffen. Oh, Glück gehabt. Okay, dann einmal Turnupto eingewechselt. Das zieht uns aber auch viel ab. So, wir schalten mal rüber zum Beulen. Donnerschlag. Sehr nice. Und jetzt Hyperball. Oh, ist wieder ausgebrochen. Auf geht's. Das ist aber auch hart. Oh, das ist so gut. Das ist, glaube ich, sehr effektiv gegen uns. Das muss ja langsam mal klappen. Neu, sehr gut. Hatten wir zwar schon gesehen, aber noch nicht gefangen. Ich würde noch ein Porygon nehmen. Okay, wir nehmen kein Porygon mehr. Dann einmal hier hin. So, 4 Pokémon gefangen. So, und jetzt bin ich schon gespannt, wo das Porygon einsortiert wird. ...90 Punkte. Wir gehen zurück ins Dorf. Wir holen das Porygon gleich mal ab, weil ich glaube, wir können das entwickeln.
So. Okay, Moment, wo gehen wir hin? Beide. Das hier müssen wir weglagern. Pipi. Hier hin. So. Und jetzt müssen wir mal schauen. Da ist unser Porygon. Und ich glaube, mit dem Upgrade können wir Porygon entwickeln. So, erstmal hier die einzelnen Sachen, die wir gefunden haben, weglagern. So. Einmal sortieren. Upgrade. Aber hier haben wir... Können wir es vielleicht doppelt... Ich nehme mal die beiden mit. Stromisierer. Und... Ah, das ist für Magma wahrscheinlich. Das andere für Electek. So. Upgrade Porygon und die zwei nicht. Okay, dann können wir auf jeden Fall Porygon entwickeln. Das heißt, zwei neue Pokémon mehr. Das heißt, es fehlen nur noch zwei. Porygon 2. Sehr nice. Okay. Ah! Dubios Disk. Porygon 2 anwendbar. Wir können das nochmal entwickeln. Okay. Porygon 3. Das ist mir neu. Ich wusste nicht, dass es Porygon 3 gibt. Oh, das ist ja süß. Porygon Z. Sehr nice. Dann weiß ich ja ganz genau, wo die sich einsortieren. Und zwar relativ weit unten. War das? Ah, ich muss natürlich in die Hisui-Region gehen. Hier fehlt uns immer noch die 238. Wo ist es hin? Habe ich schon überblättert? Ah, hier ist es. Porygon. Dann hier die Nummer 134, Porygon 2 und Porygon Z. Ah, jetzt. Mir kommt gerade noch so ein Gedanke. Uns fehlt ja hier nur noch die 238. 242 haben wir. Und die 238, könnte das sein, dass das das letzte legendäre Pokémon ist, was irgendwo oben hinter dem Riss zu finden ist? Haben wir vielleicht schon alle? Das können wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ausprobieren. Wobei ich auch erst nochmal mit den ganzen Leuten reden wollte, weil uns ja immer noch zwei Nebenmissionen fehlen. Erstmal hier und dann vielleicht im Diamant-Clan und im Perl-Clan in den Dörfern. Um zu schauen, ob wir da irgendwo noch eine Nebenquest ergattern können. Aber ich glaube, wir haben alle Pokémon dann. Es sei denn, irgendeine Nebenquest gibt uns noch die 238. Aber es könnte sein, dass das letzte Pokémon wirklich das ist, was oben im Riss ist, was die letzte Hauptquest beinhaltet. Das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren vorher, bevor wir uns hier nochmal dumm und dusselig suchen. Aber dazu dann in den nächsten Folgen. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal.